Man nennt mich Mad Jack. Und wenn es in diesen Bergen irgendjemanden gibt, der die wahre Geschichte von James Adams kennt, bin ich es. Also schreibe ich sie auf, wie sie sich zugetragen hat, in der Hoffnung, dadurch alles richtigzustellen. Mein Freund Adams wurde eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte. Er floh in die Berge und ließ das Leben, so wie er es bis jetzt gekannt hatte, hinter sich. Nun ist diese Wildnis da draußen kein Ort für ein Greenhorn und seine Lebenschancen waren ziemlich gering. Es dauerte gar nicht lange und er war total erschöpft und fast am Ende. Etwa um diese Zeit fand er ein Grizzlybärjunges, das ganz allein und hilflos war. Und Adams wusste, dass dieses kleine Geschöpf ohne seine Hilfe nicht überleben konnte. Er kletterte also die Felsen hinunter und riskierte sein eigenes Leben, um es zu retten. Der kleine Bär schloss sich ihm sofort an. Und dann merkte er, dass er eine besondere Gabe im Umgang mit Tieren hatte. Sie kam zu ihm, als wäre er ein natürlicher Teil der Wildnis. Dieses Bärenjunge jedoch hing ganz besonders an ihm. Und als es heranwuchs, wurde es Adams bester Freund, den er jemals hatte. Beide zusammen wurden zu einer Legende. Ich finde, die Berge sind mit das Schönste, was ein Mann sehen kann, wenn er morgens die Augen öffnet. Sie üben einen ganz besonderen Zauber auf einen aus. Naja, kein Wunder, dass Adams sich entschloss, hier zu leben. Ich erinnere mich noch an die Tage, als er zum ersten Mal in die Berge kam, völlig ahnungslos. Kaum, dass er einen Baum von einem Stein unterscheiden konnte. Er hatte allerhand Schwierigkeiten. Aber er gab niemals auf, baute sich auch eine sehr schöne Hütte. Er richtete sich dort ein und lernte das Land und die Tiere kennen. Es war damals um die Zeit, als er den kleinen Robbie Cartman und seinen Vater traf. Na, geh rein ins Wasser. Ein Fuchsfell. Ich habe doch hier noch nie Füchse gesehen. Blut. Wenn er verletzt ist, ist er wahrscheinlich nicht sehr weit gekommen. Ben! Ben! Ben, da ist Blut an dem Fuchsfell. Ich brauche deine Hilfe, um die Fährte zu finden. Lauf zu. Bleib da, bleib zurück. Ich glaube nicht, dass er Bären besonders mag. Hallo, kleiner Freund. Ich tu dir nichts. Na komm. Komm her. Komm nur, ich tu dir nichts. So ist's brav, mein Kleiner. Ruhig. Ruhig. Eine Gewehrkugel hat dich erwischt. Ich frage mich, ob da nur einer jagt oder auf der Suche nach mir ist. Lass mal sehen, ob was gebrochen ist. Halt still, bleib da. Fühlt sich nicht so an. Schön ruhig bleiben. Versuch mal aufzutreten. Nur ein bisschen. Eine Woche oder so und dir geht's wieder gut. Na komm. Immer mit der Ruhe ist ja gut.
Das ist nur der alte Ben. An den wirst du dich gewöhnen. Komm, Ben, gehen wir. Na komm. Na, wenn dem Pfoten nach zu urteilen, konntest du nicht mehr weiterlaufen. Noch ein paar Tage, ein bisschen Futter, Wasser und Freunde. Dann geht's dir wieder gut. Ben, du legst dich hin und gibst Ruhe. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht für dich war, mit dem Bein was zu fressen zu suchen. Warte, ich gebe dir was zu fressen. Na, ruhig, sei ganz ruhig. Gleich geht's dir besser. So, hier, iss ein bisschen davon. Schon besser, nicht wahr? Wenn mich wirklich jemand sucht, würde ich dem lieber zuvorkommen. Ich würde mich dann sicherer fühlen. Ich habe keine Schüsse gehört. So nah können sie noch nicht sein. Aber wer sie auch sind, sie sind nah genug. Komm, Ben. Wir suchen lieber diesen Jäger, bevor er uns findet. Der kleine Fuchs ist versorgt, bis wir wiederkommen. Wenn da draußen jemand ist, der uns sucht, müssen wir weiterziehen. Das weißt du ja nicht, wa? Bleib da, Ben. Ganz ruhig. Ruhig. Sei still. Hinter den Baum versteck dich. Nekoma! Adams! Eins lasst euch sagen. Wenn ihr jemals in diesen Bergen etwas sucht, dann hofft darauf, Nekoma zu begegnen. Dieser Indianer kennt jedes Blatt an jedem Baum. Und nicht nur das. Er weiß auch, was sich dahinter oder darin versteckt. Was ist los, Nekoma? Was gibt's? Komm, Ben. Wir sehen mal nach, was da nicht stimmt. Alles niedergebrannt. Nichts mehr übrig. Egal. Da hat jemand Bäume gefällt. Die Vögel verlassen ihre Nester, die Tiere verlieren ihr Zuhause. Irgendjemand richtet hier eine Menge Schaden an. Wer ist für diese schrecklichen Dinge verantwortlich, Nekoma? Ich verstehe nicht, wieso jemand einen solchen Wald zerstören will. Siska, Godin. Ein Junge? Das muss sein Vater sein. Siedler. Pa, möchtest du Wasser? Ja. Nimm das. Und jetzt pass auf, Junge. Nein, schieße nicht. Der Junge hat recht. Schießen Sie ja nicht. Sie haben 10 Sekunden, um zu sagen, was Sie wollen, Mister.
Ich bin ein freundlicher Nachbar. Haben Sie die Absicht, sich hier anzusiedeln? Ja, ich habe es vor. Geht Sie das etwa was an? Ja. Mich und all die Geschöpfe, die hier in den Bergen zu Hause sind. Was heißt das? Dass ein Fuchs mit einem Streifschuss mir zugelaufen ist. Und jetzt wollten Sie gerade einen wehrlosen Waschbären erschießen. Er macht sich jede Nacht an unsere Sachen ran. Er ist eine Plage. Er ist keine Plage. Er will nur spielen. Na, komm mal her, Kleiner. Kein Grund zur Angst, der tut dir nichts. Wie heißt du? Robbie. Der Junge setzt das Tier runter. Wir heißen Cartman. Mr. Cartman? Ich will Ihnen nichts Böses. Mein Name ist James Adams. Wo ist Robbys Mutter? Sie ist tot. Es sind jetzt ungefähr 6 Monate. Robbie. Wir beide wollen... Robbie und ich wollten neu anfangen. Das ist ein hübsches kleines Tal. Nur Ihr Unterschlupf da steht in der falschen Richtung. Der Rauch vom Feuer wird reingetrieben. Ich glaube, das haben Sie nicht beachtet. Der Wind steht ja direkt drauf. Wenn Sie den Unterschlupf umdrehen, haben Sie keine Schwierigkeiten mehr. Vater, da ist ein Indianer. Geh hinter den Baum, Robbie. Das ist nicht nötig. Das ist Nekoma. Er ist dein Freund. Nekoma, ich möchte dir unsere neuen Nachbarn vorstellen. Sodashi? Das sind Mr. Cartman und sein Sohn Robbie. Du hast keinen Indianer an, Sohn. Er ist doch... Man sieht deutlich, dass Sie nie einen Indianer kennengelernt haben. Ich habe auch nicht die Absicht. Die Indianer können Ihnen helfen. Sie wissen nicht, wie man es nutzt. Sparen Sie sich Ihren Rat, Mister. Sie müssen sich nur auskennen, dann können die Berge Sie hier ernähren. Dafür müssen Sie aber nichts runterbrennen oder abschlagen, noch irgendetwas töten. Ja, kann schon sein, wenn man wie ein Tier lebt. Oder wie ein Indianer. Wir haben was anderes vor und wir werden uns zu ernähren wissen. Sie machen einen Fehler, Mister. Robbie wird hier aufwachsen und nicht wissen, dass die Berge seine Freunde sein können. Ich kann meinen Sohn selbst erziehen. Falls Sie jemals Ihre Meinung ändern und Hilfe brauchen, durchqueren Sie diese Schlucht da. Auf der anderen Seite des Berges auf halber Höhe wohne ich. Und noch eins, nehmen Sie Ihr Gewehr nicht mit, das ist mein Gebiet. Die Tiere da oben sind meine Freunde. Ich werde nicht zulassen, dass Sie ihnen was antun. Ben! Komm hierher, Ben. Das ist Ben. Binden Sie ihn sich gut an, Mister. Ich möchte, dass Sie ihn kennen. Wir sind zusammen, seit er ein Junges war. Manchmal läuft er in die Berge. Möchtest du ihn streicheln, Robbie? Darf ich? Natürlich darfst du. Bleib da, Junge. Pa, komm her. Ben ist wie Nekoma und ich. Wir wollen ihm nichts tun, er ist ein Freund. Und so einen braucht man in der Wildnis. Wir gehen heim, Ben. Pa? Ja, mein Sohn? Ob ich irgendwann auch einen Bären haben werde? Da bei uns bleibt, meine ich. Nein, Junge. Hör zu. Ein wildes Tier bleibt ein wildes Tier. Dem kann man nie trauen. Es kann jeden Moment auf dich losgehen. Wie ein Indianer. Jedes Mal, wenn du einen kommen siehst, greif nach deinem Aber Gewehr. Aber Pa, Mr. Adams hat gesagt... Mr. Adams. Ich glaube, der Mann ist zu lange in den Bergen. Er ist schon selbst ein halbes Tier, ein halber Indianer. Also mach dich wieder an die Arbeit. Komm, du hast noch viel zu tun. Rat annehmen von einem Mann mit einem Grizzlybären. Ben kann es einfach nicht sehr lange an einem Ort aushalten. Natürlich sind einige von ihnen nicht unbedingt ideale Spielgefährten. Berglöwen zum Beispiel. Die haben vielleicht eine Vorstellung von Vergnügen. Die versuchen einen mit einem Biss zu fressen. Ben stört das nicht. Für ihn sind alle gleich. Egal, ob sie groß oder klein sind, bösartig oder zutraulich. Er denkt sich, wenn sie spielen wollen, ist mir alles recht.
Dieser Berglöwe verstand aber nicht, dass Ben nur spielen wollte. Einen großen Puma wie diesen von einem Baum herunterzureden, ist keine einfache Sache. Nein, Sir, da muss man manchmal schon versuchen, etwas handgreiflicher zu werden und ihn herunterschütteln. Das ist allerdings auch nicht unbedingt die Art, sich einen Freund fürs Leben zu schaffen. Ah, hast du genug gespielt mit dem Berglöwen? Also Greenhorns sind genau das, was diese Berge hier nicht mehr brauchen. Der kleine Robbie Cartman und sein Vater waren wohl an Unerfahrenheit kaum noch zu übertreffen. In diesen wilden Bergen zu überleben, ist schon etwas anderes, als mit einem Planwagen durch Kansas zu ziehen. Die Wälder sind dichter, die Nächte kälter. Wenn man nicht genau weiß, was man tut, kann man schon in gewaltige Schwierigkeiten kommen. Dem kleinen Robbie muss ich allerdings zugestehen, dass er wenigstens genug Verstand hatte, auf Adams Rat zu hören. Sein Vater hingegen war von der schlimmsten Eigenschaft geplagt, die ein Greenhorn haben kann. Der Sturheit eines Maulesels. Schön behaglich ist das, Robbie. Hast du gut gemacht. Ich bin rechtschaffen müde. Komm, mein Junge, legen wir uns hin. Gute Nacht, mein Sohn. Gute Nacht, Pa. Die Forellen duften gut, Ben. Nur Geduld, mein Junge. Sie sind gleich fertig. Weißt du, dieser Robbie ist wirklich ein netter Junge. Ich mag den Burschen. Ben, du hast wirklich prima gekocht. Sind Sie jetzt fertig? Aussehen tun Sie jedenfalls gut. Na los, dann setz dich mal hin. Ich leg sie dir aber hier drauf. Mann, die... Bist du soweit, ja? Na gut, ich komme. Sprechen wir ein kleines Gebet, bevor wir essen. Senk deinen Kopf ein bisschen. Amen. Ich gebe dir die größte, weil du die Arbeit getan hast. Sieht wirklich gut aus. Na, was ist? Fang an. Wie wär's mit dem Stück Apfel? Sagen lassen, es wäre gut langsam zu essen. Gut kauen, schmeckt's besser. Na, willst du? Pa. Was? Pa! Was ist denn? Hat Mr. Adams nicht gesagt, der Unterschlupf steht in der falschen Richtung, sodass der Rauch reinwehen und uns rausröcheln würde? Mr. Adams hat sich geirrt. Auf die Weise bekommen wir mehr Wärme ab vom Feuer. Und so schnell wird keiner geräuchert. Leg dich hin und schlaf weiter. Verdammtes Feuer! Mr. Adams hat gesagt... Ich will nicht hören, was Mr. Adams gesagt hat. Schlafen wir. War ein langer Tag. Denk an die Abmachung. Na los. Ich schlaf drin und du schläfst draußen. Gute Nacht. Wird das kalt heute Nacht.
Gäste, die über Nacht bleiben und einem dann auch noch die Decke stehlen. Du bist schon einer. Wisst ihr, seit ich Adams kennengelernt habe, betrachte ich alle Dinge ganz anders. Na ja, ich fange sogar an, die Tiere zu lieben. Alle. Die, die komisch aussehen, die scheuen, die ausgelassenen, die hübschen Kleinen und sogar die übelriechenden. Aber am meisten mag ich die komischen. Und es gibt kein lustigeres Tier als den Waschbär. Ich glaube, die kommen nur in die Wälder, um solche wie mich zum Lachen zu bringen. Wenn man am Ende eines Baumstammes festsitzt und nirgendwo anders hin kann als hinunter, das nenne ich ein Dilemma. Besonders wenn unten nichts als kaltes Wasser ist. Man weiß natürlich, dass man früher oder später hinein muss. Das Schwierige daran ist nur, sich zu überwinden, loszulassen. Bist. Wofür? Ach, da drüben ist ein alter Baumstumpf. Ich will nur ein bisschen Feuerholz hacken. Pass auf, dass du genug Platz zum Ausholen hast, wie ich es dir gezeigt habe. Es darf nichts hinter dir sein, was dir die Axt aus den Händen schlagen könnte. Ich pass schon auf. Na gut. Nein, Robbie. Nein, Junge. So ist es falsch. Komm her, gib mir die Axt. Ich mache es lieber selbst. Aber ich kann es doch. Lass gut sein. Ich habe jetzt keine Zeit, dir das beizubringen. Ich kann es doch. So macht man das. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Wieder in Ordnung. Jag sie weg! Du bist in Ordnung, Junge. Ganz in Ordnung. So, mein Junge, bleib sitzen. Oh, mein Gott. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche Medizin ich gegen Hornissenstiche geben soll. Was mache ich? Was mache ich nur? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Junge. Opa. Falls Sie jemals Ihre Meinung ändern und Hilfe brauchen, auf der anderen Seite des Berges auf halber Höhe wohne ich. Hier hast du meinen Sohn. Du bleibst hier. Hörst du, ich gehe jetzt und hole Mr. Adams. Er weiß, was zu tun ist. Der hilft dem Hand umdrehen, wirst sehen. Du bleibst schön hier, mein Sohn.
Wasser. Was willst du von mir? Ruhig, kleiner, ruhig. Es ist alles gut. Es geht ja schon besser, nicht wahr? Das Bus hat 40 merkwürdig auf, was, Ben? Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Halte den Bus an im Auge, Ben. Da ist er. Da, zwischen den Bäumen. Es ist dieser Siedler, Cartman. Er sieht ja schlimm aus. Was ist ihm passiert? Es geht um Robbie. Robbie. Ich brauche Ihre Hilfe, Adams. Jede Hilfe, die Sie mir geben können. Was ist denn passiert? Da waren so große Wespen. Schwarz. So eine Art Graswespe. Das Nest war oben in den Ästen. Ich habe nie so viele gesehen. Wie viele Stiche? Ach, am ganzen Körper. Mehr als 20 Stiche bei einem Kind sind ebenso tödlich wie der Biss einer Klapperschlange. Er konnte doch nicht mehr mit mir sprechen. Nun mal ganz ruhig. Ich kümmere mich um Robbie. Ich kann allein schneller laufen. Ben, hol du Nekoma. Hol Nekoma, Ben. Ich habe Ben nach Nekoma geschickt. Er wird sich um sie kümmern. Dieser Indianer? Ja, dieser Indianer. Er wird ihn das Leben retten. Sieg die Kopf. Wenn Sie nur nicht zu spät bei Robbie sind. Ich schaff's schon. Ganz ruhig. Alles wieder gut, mein Junge. Mr. Adams hat gesagt, unser Unterschlupf steht verkehrt rum. Wenn Ben mal Junge hat, Pa, ob ich dann eins kriege? Nekoma ist kein böser Indianer, Pa.
Er ist sehr nett. Kommt immer wieder. Es tut so weh. Ich brauch sie. So, Robbie. Das hilft dir. Gleich wird's besser. Der kühle Schlamm wird das Fieber runterdrücken. Du wirst wieder gesund. Wenn nur Nekoma da wäre. Er wüsste genau, was man machen muss. Wie geht's, Robbie? Besser. Er wird schon viel kühler. Ich bin froh, dass du da bist, Nekoma. Chitaka. Oder Balawastaka. Emma, Yuching. Ben, hopp. Wo geht der Indianer hin? Er holt eine Medizin. Robin. Robin. Beten wir, dass Nekomas Medizin es rechtzeitig raustreibt. Ich hasse es, einem Indianer verpflichtet sein zu müssen. Sie müssen sich Nekoma nicht verpflichtet fühlen. Nekoma hilft, weil er helfen will. Wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Aber nur halb so schlecht wie mein Junge. Pa? Pa? Wieder. Was ist das für stinkendes Zeug? Ein Schuck. Buchste, wie du. Susne. Nekoma sagt, es sind Blätter von Brombeeren, Opossumgras und Blätter vom Maiapfel. Dabogata. Und Holunderbeerblätter. Und was macht man damit? Ein Umschlag? Nein. Man trinkt es. Es treibt das Gift aus Ihrem Körper. Trinken Sie es. Treibt das Wespengift sofort aus Ihrem Körper. Sie fühlen sich im Handumdrehen besser. Und das Zeug taugt wirklich was? Robbie sieht nicht so aus, als ob es ihm besser geht. Nekoma sagt, es hat noch nie versagt. Und das genügt mir. Wenn es Robbie wirklich besser geht, dann verlassen wir diese Wildnis hier und gehen wieder zurück in die Stadt. Das hier ist kein Platz für jemanden, der kein Tier ist. Oder ein Indianer. Sie machen einen Fehler, Cartman. Wenn ich einen Sohn wie Robbie hätte, ich wüsste keinen besseren Platz, ihn aufzuziehen. Das ist mir völlig egal. Wir gehen weg. Geben Sie ihm das weiter zu trinken. Und trinken Sie auch weiter davon. Also auf Wiedersehen, Robbie. Werde ich Sie denn wiedersehen, Mr. Adams? Nun, die Indianer sagen, in den Bergen kreuzen sich unsere Wege immer wieder. Wiedersehen, Nekoma. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich auch mal wieder. Und danke für die Medizin. Ich weiß, dass sie mich gesund macht. Wiedersehen, mein Junge. Robbie wird gesund werden. Ben! Gehen wir nach Hause. Weißt du was? Ich mag sie, Pa. Wirklich, Pa. Fuchs, den ich angeschossen habe? Hm? Ich nehme es an. Er tauchte etwa zur gleichen Zeit auf wie Sie. Ich bin froh, dass Sie ihn retten konnten. Er hat bestimmt Familie. Ich habe öfter meine Fähe und zwei Junge gesehen. Das dachte ich mir. War ziemlich unzufrieden in seinem Käfig da. Naja, jetzt kann man ihn beruhigt laufen lassen. Setzen Sie sich doch. Danke. Ich bin hergekommen, um... ich bin da, um...
um zu sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Robbie gesund gemacht haben. Dafür sind Nachbarn noch da, meine ich. Damals, als es Robbie so bös erwischt hatte, da habe ich gesagt, wir würden die Wildnis verlassen. Aber wir wissen nicht, wohin wir zurückgehen könnten. Sie sind hier mehr als willkommen. Wir haben Platz genug. Dankeschön. Ich bin Ihnen dankbar. Und diesmal will ich mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. Pa? Oh, ja. Ich möchte mich auch bei diesem Indianer bedanken. Ich bin ihm sehr verpflichtet. Nekoma? Nekoma! Mr. Cartman möchte dir gleich was sagen. Ich wollte mich nur bei dir bedanken, Nekoma, dass du mich und meinen Jungen gerettet hast. Pachuga. Was bedeutet Freund? Oh, danke dir. Ach, übrigens, Nekoma, du musst mir zeigen, wie man dieses Gebräu macht. Man weiß ja nie, wann diese Wespen wieder angreifen. Und noch was anderes. Ich weiß jetzt, nach welcher Seite man einen Unterschlupf bauen muss. Aber ich wollte dich noch fragen, wenn du eine... Ich bin so froh, dass wir hier bleiben. Ich bin auch froh, dass ihr bleibt, Robbie. Wirklich? Ja, bestimmt. Warum? Ich glaube, du hast zu Recht das Zeug für einen Mann der Berge. Ich? Ein Mann der Berge, so wie Sie? Da müssen Sie mir aber alles zeigen. Ben und ich bringen es dir schon bei. Und wann? Tja, weißt du... Es dauert lange, bis man ein Mann der Berge ist. Wir fangen am besten gleich damit an. Was, jetzt gleich? Jetzt gleich. Oh ja, prima. Gehen wir. Ben, komm, wir gehen. There's a door into another. We are staying here forever in the beauty of this place all alone. We keep on hoping, maybe. There's a world where we don't have to run, maybe. There's a time we'll call our.